Panditasana ist die Stellung des Gelehrten. Von der Sitzhaltung ausgehend gibst du den linken Fuß rechts neben das rechte Gesäß. Du gibst den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel und so bist du in Panditasana. Panditasana ist letztlich eine Stellung, die du machen kannst, wenn du langen Vorträgen zuhörst oder selbst lange Vorträge gibst oder Bücher lesen willst, denn Padmasana und andere Meditationshaltungen wirst du nicht viele Stunden halten können. Panditasana scheint die Stellung gewesen zu sein, in der die alten Pandits ihre Bücher gelesen haben. Letztlich ist ja auch der Unterschenkel so, dass du ein Palmblattmanuskript so drauflegen kannst. Und wenn du noch gut sehen kannst, kannst du dann auch so gut lesen.